Europa baut Windanlagen. In Nord- und Ostsee sowie Atlantik schießen Windparks nur so aus dem Ozean. Die Auftragslage für die Schweriner Firma KGW, Maschinen- und Anlagenbau, wo die riesigen Stahlrohrtürme entstehen, ist bestens. Wie die Konstruktion vonstatten geht, sah sich eine Delegation von Wirtschaftsförderern und regionalen Unternehmern am Donnerstag in der Fertigungshalle im Werk Schwerin Süd an. Das ist immer sehr interessant für uns selbst natürlich, wie wir im Vorstand mitarbeiten, aber auch für die anderen Mitglieder unseres Vereins Regional Marketing, um mal zu sehen, welche Ressourcen hier überhaupt im Lande auch geboten werden. Und manchmal ist es so, dass die Kenntnis gar nicht besteht. Da lässt man in Hamburg oder sonst wie verzinken oder walzen und hat große, wirklich leistungsfähige Unternehmen hier in der Nähe. Und das ist schon ein Wert an sich, dass man mal die Übersicht bekommt, was hier alles in der Region vorhanden ist an maschinellen Kapazitäten und an Know-how. Und wenn man mal da so dahinter guckt, ist das eine ganze Menge. Bis zu 35 Meter große Segmente können hier produziert werden, mit einem Durchmesser von 4,30 Meter. Seit 1993 hat sich KGW auf die Turmsegmente spezialisiert. 210 Mitarbeiter fertigen diese. Seit 2008 auch im zweiten Werk Schwerin Süd. Die Debatte um eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und der EEG-Umlage verunsichert die Branche. Bei KGW bleibt man indes gelassen. Also bezogen auf diese Entwicklung, was das EEG betrifft, sind wir relativ beruhigt, da wir als KGW international aufgestellt sind. Das heißt, 90% unserer Türme, die Sie hier sehen können und produziert werden, gehen ins Ausland, ins europäische Ausland. Das heißt, der deutsche Markt, dort liefern wir nur ca. 10% aller Türme aus. Das heißt, wir sind insofern von dieser eventuellen Kürzung gar nicht betroffen. KGW, seit einer beinahe Insolvenz Teil der Wilms-Gruppe, bietet zwar auch Maschinenbauleistungen an, aber noch kein eigenes Produkt. Um notfalls gänzlich unabhängig vom wechselhaften Windenergiemarkt zu sein, wird auch daran gearbeitet. Indem wir unsere Produktforschung gezielt vorantreiben, neue Produkte entwickeln, die auf dem Markt gefragt werden und wir intern in unserem Unternehmen abwickeln und produzieren können. 20 Wochen dauert es, bis ein Stahlrohrturm fertiggestellt ist. Der Zeitplan muss genau eingehalten werden, denn aufgestellt werden kann nur, wenn es nicht zu windig ist.